Hallo, da bin ich mal wieder, Uwe. Ich hoffe, ich finde euch alle bei bester Gesundheit und wollte euch mal wieder ein bisschen unterhalten und dann auch dementsprechend ein neues Messer vorstellen und noch eine andere Kleinigkeit, eine Kleinigkeit halt. Heute geht es um ein Messer, frisch eingetroffen von der Firma Herberts aus Solingen. Die meisten von euch kennen die bestimmt, die Firma Herberts. Die ist normalerweise nicht so unbedingt bekannt für die weltbesten, teuersten Messer, aber immerhin Gebrauchsklasse, sage ich mal, beziehungsweise eben, ja, günstige Klasse, aber durchaus im normalen Leben günstig und gut zu gebrauchen. Ja, nebenbei wollte ich noch mal anmerken, also ich bin niemandem irgendwo Rechenschaft schuldig. Ich kaufe die Messer, alles was ich habe, immer alleine. Von mir, von meinem Geld, und ich brauche niemanden irgendwelchen Honig um den Bart zu schmieren oder sonst irgendetwas. Und ich wollte nur nicht, dass da irgendwann mal sowas aufkommt, von wegen, oh, der macht ja nur gut. Nein, mache ich nicht. Wenn ein Messer, ich sage mal in Anführungsstrichen, nichts taucht oder in gewissen Punkten nichts taucht, manche dafür aber gut sind, ich versuche immer möglichst neutral die Dinge aus meiner Sicht natürlich, Material, Handhabung, Haptik allgemein, Funktionen, solche Dinge, die versuche ich eigentlich immer rauszustellen bzw. klarzulegen, ohne jetzt möglichst keine Wertung da reinzubringen. Geht nicht immer gut, aber ich versuche es halt. Gut, also zu dem Messer der Firma Herberts. Das ist ein, ich fange, liegt oben auf mit der Scheide. Die Scheide ist aus relativ dünnem Leder gemacht, aber trotz alledem sehr stabil. Der Knopf, wir schauen, Knopf hält auch. Es ist drehbar, gut. Dann kann man ihn vielleicht, falls er so im Feld stört, dahinter tüdeln. Versuche ich mal. Ja, funktioniert. So, kurz nochmal in der besseren Sicht für euch. Die Messerscheide und die Rückseite. So, das Messer oder die Messerscheide hat kein Loch irgendwo hier, um da irgendwo Dreck durch rauszupusten, rauszublasen, mit Wasser zu spülen, wie auch immer. Ist halt nicht vorgesehen. Okay. Die allgemeine Naht ist ganz okay. Ausgeschnitten ist das relativ lieblos. Aber nun gut, um das Messer selber irgendwo zu transportieren und bei sich zu behalten, denke ich, sollte das definitiv ausreichen. So, die Gürtelschlaufen, das gefällt mir hier ganz gut. Ich habe hier zwei verschiedene Gürtelschlaufen. Einmal oben, je nachdem wie hoch oder wie tief ich das Messer tragen möchte, was relativ breit ist, also auch für, ich sag mal, BW-Koppel ebenfalls, denke ich, breit genug. Und ich habe, weil es hier abgenäht ist, da haben sie also schon ein bisschen sich was bei gedacht. Habe ich dann noch mal etwas kleiner vielleicht, etwas enger, aber es wird sich schon ausleiern im Laufe der Zeit, um das Messer dementsprechend höher zu tragen. Quertragen und so ist nicht möglich, aber immerhin, ich habe zwei verschiedene Höhen, um das Messer zu tragen über diese zwei Laschen. Gut, das ist schon mal soweit zur Messerscheide. Dann kommt dazu ein kleiner, winziger Feuerstahl. Gut, der ist jetzt, ich halte mal das Brett dahinter, falls die Schärfe nicht so mitkommt. Er ist nicht sehr groß, aber wir werden sehen, ob das damit funktioniert. So kurz noch einmal, ich habe jetzt so eigentlich vor, die Fakten und, ja gut, Materialfakten, allgemeine Handhabung selber, soweit hier drinnen, weil es da halt was ruhiger ist und weniger von irgendwelchen Störeinflüssen geprägt ist, möchte ich halt die Vorstellung des Messers hier drin machen, soweit wie gewohnt in meiner Hütte. Und für den eigentlichen Praxistest, wenn es das Wetter irgendwie zulässt, gehe ich in den Wald. Da werde ich dann natürlich auch dementsprechend noch mir ein paar schöne Stunden machen, vorher sowie nachher, ein Süppchen, Kaffee kochen, was auch immer. Und ja, dann habt ihr auch so ein bisschen mehr, ich sag mal so, die artgerechte Verwendung eines Messers. Gut, apropos Messer, dann kommen wir dazu.
Ein sehr schöner Karton, also wunderbar. So, oje. Oje. Zack, so, erstmal entledigen. So, das ist das Messer, was ich heute vorstellen möchte. Sehr brutal. Der Griff ist auch relativ dick. Schärfe, wunderbar. Natürlich jetzt noch ein bisschen Fett, bzw. Öl drauf oder so ein Wachs. Aber prima. Das Messer heißt einfach nicht, hat nicht einen Namen bekommen, sondern das bekommt einfach die Nummer 585518. Ich werde natürlich wie immer die technischen Daten und Nummern und solche Typen, die werde ich natürlich alle nochmal mit einblenden im Video, ist klar. Sei aber hier schon mal gesagt, das ist eben halt die Typnummer. So, wir haben es hier mit einem 420er Stahl zu tun, der jetzt nicht unbedingt für Schnitthaltigkeit, Härte und Durchhaltevermögen unbedingt bekannt ist, aber er bekommt immerhin eine Härte von 53 bis 55. Die ist soweit angegeben und ist auch zu dem Stahl 420er passend, also sind nicht irgendwelche utopischen Werte. Ja, die Schmiedehaut, wie man so schön sagt, die ist hier drauf geblieben. Man kann die natürlich auch runterschleifen, aber ich finde, irgendwie hat das was bei dem Messer. So ein bisschen das Ursprüngliche eines Messers. Der Griff liegt relativ gut in der Hand. Wer natürlich kleinere Hände hat, also für mich ist das schon grenzwertig, der hat natürlich den Vorteil, dieses Holz, das ist, ich muss mal eben wieder spicken hier, Kirschholz. So eigentlich wunderschön von der Maserung her. Auch schöner Glanz so drin, so leicht goldener Glanz. Mit zwei Nieten fest vernietet, also nicht abschraubbar. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, dieses Kirschholz nach eigenen, ja, ich sag mal noch nach eigenem Befinden umzuarbeiten. Mit entweder mit einem Dremel, mit einer groben Feile, beziehungsweise eben mit einer Holzraspel und mit Schmirgelpapier. Da kann ich mir vielleicht noch so ein bisschen so Finger so ein wenig besser ausarbeiten. Falls der Griff ein bisschen dick ist, den kann ich auch etwas runterschleifen. Da macht manchmal schon so ein Millimeter oder zwei eine ganze Menge aus. So, alles in allem ist das schon ein ziemlicher Brecher, das Ding. Das haben eine Klingenlänge von 17,9 cm und eine relativ dicke Schneide oder dicke Klinge von 4,9 bis 5 mm, je nachdem, wo man hier halt auf der Schmiedehaut noch misst. Aber ich sag mal so, schlappe 5 mm, das ist schon eine Ansage. Dementsprechend kommt natürlich auch irgendwo das Gewicht her von, ich schaue nochmal eben wieder, 459 Gramm. Das ist natürlich schon nicht mehr mal eben kurz so ein Everyday Carry, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, Messer. Aber das ist auf jeden Fall, ich denke, so Kategorie Camp Knife, Hölzer bauen und Lager vorbereiten, Äste kleiner stutzen, Rinde abschälen, solche Dinge. Die Kante übrigens hier ist scharf genug, also definitiv scharf genug, um damit Holz runter zu raspeln, beziehungsweise um den Feuerstahl zu bedienen. Macht auch im Gegensatz zu meinem letzten Video auch Sinn, weil ja nun mal auch der Feuerstahl dabei ist. Und nichts liegt ja näher, wenn nichts anderes dabei ist, dass ich den hiermit dann auch bedienen kann. Also das sieht soweit von den äußeren Umständen her, sage ich mal, und Funktionen, sieht das schon anständig aus. Die Schärfe, sehr gut. Die Klinge ist nicht irgendwie runtergeschliffen oder dünner geschliffen. Oder doch? Ich schau mal eben. Was habe ich denn mal so zum Gegenhalten? Karton. Karton muss her. Doch. Es ist also im Prinzip von oben von dem Messerrücken her schon als Flachschliff ausgebildet. Mann, ist das ein schwieriges Wort. Also alles in allem ein richtiger Brecher, Hack-Hau-Messer. Und na gut, zur Not kann man damit auch buddeln, denke ich mal. Der Stahl wird es einem garantiert übel nehmen. Aber dafür ist auch der 420er Stahl relativ einfach nachschleifbar.
Die kleinen, zwei kleinen Mulden hier, die sind wohl ein bisschen mehr so der Optik geschuldet als der Funktion. Ja, kann man den vielleicht so. Sehr schön, dass hier am Griff schon direkt die Schneide hier anfängt. Das finde ich schon mal sehr gut. Das heißt also auch, man kann beim Schnitzen den Hebelwinkel hier ganz gut ausnutzen und ist nicht dazu gezwungen, irgendwo mehrere Zentimeter davon weit entfernt mich aushebeln zu lassen. Das ist schon mal sehr gut. Also das Messer, wir kommen zum Preis. Das ist nämlich der, ja, eigentlich der Hammer für das, was ich bekomme, für unter 40 Euro. Je nachdem, wo man schaut, 38 bis 40 Euro. Und dann noch einmal, im letzten Video hatte ich auch schon mal darauf hingewiesen, Amazon ist nicht unbedingt immer das Billigste. Die haben teilweise auch erhebliche Preisunterschiede nach oben hin. Aber gut, dafür sind sie ja teilweise auch nächsten Tag da mit Prime. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt immer der Weisheitsletzter Schluss, da zu bestellen. Es gibt bei dem einen oder anderen Händler dieses Messer, auch original bei Herberts natürlich, günstiger als irgendwo anders im Internet. Gut, also das sind soweit die äußeren Werte oder ja Kennwerte dieses Messers. Und der 420er Stahl, kurz noch einmal dazu. Gut, das ist die amerikanische Geschichte. Bei uns ist es der 140-34er Stahl. Und im asiatischen Raum ist es mehr dieser Aus-6-Stahl. Wir erinnern uns vielleicht, dieses Aus, das ist diese Bezeichnung aus 8 wiederum von Lilly, das Messer, das Apo 1. Das ist auch aus dem 8er gemacht. Das ist natürlich eine Ecke härter und stabiler und hält die Schneide wesentlich länger und die Schärfe als dieser Stahl hier, dieser aus 6 adäquate Stahl. Und aber trotz alledem ist das Messer für diesen Preis, für unter 40 Euro, bekomme ich da eine ganze Menge für. Und als zweites Messer, zusätzlich zu einem kleinen Messer, sag mal jetzt so ein Schweizer Messer oder sowas ähnliches, so ein Multitool halt, denke ich, kann man mit dem Messer ganz gut. Da kann ich auch im Feuer ein bisschen mit ab und zu mal rumstochern und die Glut wieder zurückschieben. Dafür ist das Messer lang genug und stabil genug eh. Und ich denke mal, dass dieses Messer an sich draußen ganz gut Sinn macht. Und für den Preis von 40 Euro, da brauche ich keine super teuren Messer für 200-300 Euro. Da tut es auch diese 40 Euro. Und man muss sich immer fragen beim Messer, wenn ich es mitnehme, bin ich damit auch bereit, im Notfall bzw. auch im Normalfall, damit mal einen Hering einzubuddeln oder irgendwo in die Erde Pilze zu schneiden, wo ja auch immer irgendwo ein bisschen Erde bzw. Sand oder Mini-Steinchen halt dran sind. Bin ich dazu bereit oder denke ich, naja, auch Gottchen, mein Glanz geht verloren, meine Schärfe geht verloren und das Messer hat 400 Euro gekostet und jetzt weiß ich nicht und das mache ich nicht. Also so ein Messer lieber zu Hause lassen, das bringt nichts. So ein Messer in der Preisklasse, damit kann ich hacken, hauen und wenn es da halt mal eine Nasenscharte kriegt, na gut, dann gehe ich halt nochmal dran mit der Schleifmaschine, schleife die Scharte wieder aus und gut ist. Aber 40 Euro, denke ich, ist die Haptik an sich des Griffes mit dem Holz, finde ich sehr gut. Endlich mal kein G10 oder Kunststoffe. Das kann man hier halt noch so ein bisschen die Kanten selber so ein bisschen beischleifen und sich so ein bisschen aufhübschen. Und ich finde das ganz gut. Und man kann es vielleicht auch daneben zum Feuer bohren, wenn ich hier halt noch einmal ein Loch einbohre und dann noch mal vielleicht irgendwo etwas aus Metall. Ich habe ganz kurz, fällt mir ein, das Apo 1S, was ich hier habe, habe ich vor kurzem mal vorgestellt, das Lilly Messer aus 8. Das habe ich mir umgebaut. Ich habe mir so einige Videos noch angeschaut und auch die Lilly ist ja auch jedes Mal am Rumbasteln mit irgendwelchen Feuerbögen und so weiter. Und deswegen habe ich jetzt hier mal, kommt das so rüber, hier ein Loch eingebohrt, nicht ganz durch die Griffschalen, bis unten hin, nur bis kurz vor diesem grünen Liner. Aus Aluminium, eingeklebt mit Epoxidharz. Dieses kleine Drehteil habe ich eine halbe Stunde auf der Drehmaschine mal eben gebastelt. Und habe damit auf jeden Fall ein super Gegenlager, um damit Feuer zu bohren, beziehungsweise den Feuerbohrer zu betreiben. So, da habe ich ganz kurz mal eben schon mal was vorbereitet.
Geht natürlich hier auf dem glatten Tisch, denke ich, nicht besonders gut, aber wie ihr seht, habe ich hier schon das eine oder andere Verkökelte hier dran gefunden. Aber es geht um den, zunächst einmal um das Gegenlager. Und das Gegenlager ist manchmal ein bisschen, ein bisschen kompliziert zu machen, dieses Gegenlager. Das nimmt man normalerweise hier, so ein Holz, möglichst hartes Holz, was man findet, was man sich spaltet. Oder aber eben, ich nutze jetzt dieses Messer. Dazu nur aus Sicherheitsgründen, weil stumpfe Messer habe ich nicht, kommt zurück in die Scheide. Deswegen ist ja auch das auf der rechten Griffseite angebracht. So, und dann geht's los, nicht? Dann wird das hier als Gegenpunkt genommen zum Feuerbohren. Denn wenn ich es nur im Plastik mache hier oder in der Niete, das geht schief. Das geht definitiv schief. Ich möchte damit auch ein eigenes Video machen, noch einmal zum Feuerbohren. Ich habe da schon so die eine oder andere Erfahrung gesammelt und möchte euch die eine oder andere Erfahrung mal so weitergeben. Einfacher Stock. Schnürsenkel habe ich wirklich originalen Schnürsenkel auch genommen. So Sachen, die man halt. Das werde ich euch aber noch mal im extra Video noch mal zeigen. Das ist nur so ein Standardsortiment jetzt im Moment. Mein Sohnemann hat auch schon sein erstes Feuerchen damit hinbekommen. Stolz wie Oscar. Vor mir, weil ich keine Zeit hatte, er aber dazu Zeit hatte. Nun gut, so ist es. Gut, dann bedanke ich mich schon mal bei euch. Wie gesagt, der zweite Teil hiervon werde ich natürlich dann im Video zusammenschneiden. Der passiert dann draußen mit den Praxistests von diesem Messer. Herberts 585518. Zum Preis von roundabout 40 Euro. Ich denke, liegt gut in der Hand und das ist sehr kopflastig. Auch schon durch die Klinge sieht man das. Unten schmal, vorne breit. Und durch das Gewicht ist das ein sehr, sehr gutes Hack- und Haumesser. Das wird wahrscheinlich nicht zum Filetieren eines Fisches reichen. Aber ich denke, das passt und das Messer wird seinen Mann stehen. Okay, bis nachher draußen im Wald. Tschüss. Hallo Leute, da bin ich mal wieder, Uwe, jetzt aus dem Wald für den Praxistest. Das wollte ich jetzt halt nicht mehr zu Hause machen, sondern bin dafür in den Wald gegangen, habe mir hier so ein Tarp aufgespannt, falls es anfängt zu regnen. Sieht nicht ganz so doll aus, das Wetter, aber naja, ich hoffe, es bleibt stabil, zumindest die nächste Stunde zumindest. Okay, so, also das Herbertsmesser soll jetzt zeigen, was es drauf hat. Das ist ja der Typ 585518. Nur noch mal so zur Erinnerung. So, dann legen wir das ganze Zeug, was wir nicht brauchen, erstmal wieder weg. Hallo. So. Ne? Immer schön den Müll wieder mitnehmen. So, die Messerscheide und der Feuerstahl. Das sind die Dinger, die wir jetzt eigentlich gleich brauchen. Gut, dann fangen wir mal an. 460 Gramm und schlapp 18 cm. Und da schauen wir mal, was das Ding so kann für kleine Feinarbeiten bzw. halt Batonieren, wie üblich. Extra mein kleines Sitzpolsterchen, auch zum Knien für feuchte Wiese und Boden. So, hole ich das hier mal was rüber, damit ihr auch was seht. Boah, das ist Eiche, das ist Eiche, lieber Scholli. Gut, dann, nee, ich brauche erstmal ein Knüppel, dass ich überhaupt was zum Batonieren habe. Ja. Ja, das räumt was weg, das merkt man sofort. Das Gewicht. Zack, das war's. So, jetzt habe ich was zum Batonieren. Brauche ich ja auch einen Knüppel dafür, ja? So. Sollte natürlich kein Thema sein, ist klar, bei der stabilen Bauweise. Da wird sich der Bauer freuen. Ich habe mir das hier gemütlich gemacht an so einem Holzstapel bei dem Johann. Und da kann ich halt hier meine Messerchen testen und dergleichen. Oder auch schon mal im Wald übernachten, wie es gerade beliebt. Da hinten ist auch ein kleiner Teich, da kann mein Sohnemann angeln. Da hat er auch schon einiges rausgezogen, zwar nur kleinere Fischchen, aber immerhin, der Mensch freut sich. So, also batonieren, schnitzen, schauen wir noch mal, wie das geht, und hacken, solche Dinge.
mal schauen, ob damit auch feinere Arbeiten möglich sind. Ja, durch den Griff. Man kann es ganz gut hinten anfassen. Und wie ihr seht, ja, das geht. Ist gut. Bitte sehr, das sieht gut aus. Also batonieren, feine Schnitzarbeiten, Hackarbeiten, dafür ist das Messer eigentlich prädestiniert. Gut, ob es dann natürlich auch für feinere Arbeiten, also für wirklich feine Fische ausnehmen und so weiter, werden wir sehen. Den Schnitttest machen wir natürlich nachher auch noch. Dann werden wir noch mal schauen, wenn wir ein bisschen auf dem Holz drauf rumhacken, ob wir nachher auch noch die Schnittfreudigkeit haben. Hinten, Mitte, vorne. Ich weiß gar nicht, wofür habe ich denn eigentlich Handschuhe mitgenommen? Verdallig. Dann ist das doch irgendwie alles professioneller, oder? Guten alten Lederhandschuhe sind immer gut. Damit hat man das schon viel besser im Griff hier. Beim Hacken natürlich aufgepasst. Kein Holz ist gerade. Der Hacklot selber oder Baumstämme nun mal auch nicht. Und wenn ich jetzt hier drauf haue, hier drunter ist ja Luft, wie man sieht. Wenn ich hier drauf haue, geht das zwar, aber einiges wird abgefedert und das ist nicht gut. Genauso wie wenn ich jetzt hier außerhalb packen würde, das bringt nichts. Innerhalb schon eher, besser natürlich leicht geknickt, so auf der Kante, genau. Das ist am effektivsten. Gut, das funktioniert. So, dann werden wir natürlich auch schauen, ob ein Feuerstahl, generell jeder, also auch meiner, beziehungsweise eben der mitgelieferte, ob der funktioniert. Und ja, das werden wir halt jetzt auch testen. Dann holen wir den mal ran. Der ist natürlich reichlich klein. Das ist meiner und das ist der mitgelieferte. Kleiner Unterschied vom Durchmesser und von der Länge her, aber gut, für nothalber. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, euch geht es noch allen gut. Ihr seid gesund und munter. So, einmal meine beliebte Art. Von oben mit dem Messerrücken herunter. Vorne. Hinten. Schön. Funktioniert. Also meiner funktioniert. Ob es dann auch der Mitgelieferte tut, werden wir jetzt sehen. Ist natürlich ein ganz schöner Schnuddel hier, ne? Aber erstmal das, wenn die neu sind, muss man hier erstmal so ein bisschen diese Oxidschicht da ein bisschen runter schubbeln. Hallo? Es geht. Aber man sieht ja definitiv Unterschiede, nicht? Weil der klein ist, hat er natürlich lange nicht den Weg, um damit auch gleichzeitig Späne, die sich dann hier unten halt entzünden, beziehungsweise eben beim Abreiben entzünden, gibt natürlich nicht viele Späne ab. Also das ist wirklich nur ein, gut, er funktioniert, aber wirklich nur so als Not gedacht. Vielleicht bleibt er da drin, vielleicht packt man sich da auch eine Signalpfeife rein, die müsste passen. Oder aber da ist noch ein bisschen Luft insgesamt, wenn man den mal hier so daneben hält. Der ist zwar jetzt so drin, aber ich denke, wenn das ein etwas dickerer ist, der würde auch gut da reinpassen, der dann auch dementsprechend länger ist. Müsste funktionieren, aber nun gut. Der ist halt der mitgelieferte, ist jetzt nicht die super Riesenqualität, auch nicht die Riesengröße. Aber bei dem Preis von 40 Euro, hey Mann, ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und ich bin gar nicht mal so abgeneigt diesem Messer gegenüber. Ist jetzt nicht die Riesenwucht,
vom Griff her, den müsste man vielleicht, also ich müsste den für mich so ein bisschen so noch einschleifen. Da ist noch ein bisschen Spielraum für persönlichen Geschmack und Haptik. Aber alles in allem, für 40 Euro bekommt man schon anständig was geliefert. Gut, dann schauen wir noch mal, ob das funktioniert. Kienspan einmal ab. Abspalten bzw. abschneiden. Ja, das geht schön. Muss man sagen, hier mit dem Daumen hier runter drücken, das mache ich eigentlich am liebsten, weil man da sehr, sehr viel Gefühl hat und nicht dieses Ruckartige. Und da kann man leicht den Stellwinkel noch ein wenig verändern, dass die Späne halt nicht zu dick oder nicht zu dünn werden oder dass man abrutscht. Schön gleichmäßig und ruhig, funktioniert ganz prima. Und dann schauen wir jetzt auch, das ist hier eine Kante, das ist erstmal weg, die Kante. So, der Hackklotz hier ist natürlich jetzt sehr, sehr feucht. Das war jetzt nicht besonders super riesen pfiffig, aber ich hatte gerade noch hier ein bisschen Tanne gefunden. Kann ich die gleich mit da drauf legen. So, das ist hier schon von dem Molstapel da vorne, trockene Birke. Und Birke, wie wir ja wissen, ist die Birkenrinde durch diesen Harzanteil da drin oder Öle sehr gut brennbar. Und sogar, wenn es feucht ist. So, meine Handschuhe sind zwar schön, aber zum feinen Arbeiten ist das mein ja nichts. Okay, so, dann versuchen wir mal hier mit ein kleines Feuerchen zumindest zu starten. Wenn das natürlich hier angebrannt ist und die Tannenzweige, die da drauf sind, schön trocken ist, dann kann man natürlich hier theoretisch noch weiter Holz abpacken und schon hat man so ein Feuer. Und darum geht es natürlich. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das damit so hinkriegen. So, das wäre jetzt der Beginn des Feuers. Daraus kann man jetzt mehr machen und schon ist alles gut. So, also der Praxistest selber, wir haben batoniert, ganz prima. Feuerstahlbedienung geht damit also auch. Der originale mitgelieferte, so als Fazit halt, ist nicht besonders gut.
okay, ist in Ordnung. Durchhacken, Hackarbeiten damit aufgrund der 459 Gramm. 17,9 Zentimeter ist natürlich schon Hammer, nicht? Muss man schon wirklich sagen. Also als Hackhaumesser wunderbar, kann ich nur sagen, das passt. So, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt noch mal den, habe ich jetzt gar nicht hier, Papierschnitttest, um mal zu schauen, wie denn die Schnitthaltigkeit gelitten hat bei den Arbeiten. Ich hole mal eben ein Stückchen Papier. So, da sind wir wieder. Naja, aber es geht noch, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch nicht den Schnitttest vorher gemacht, aber in dem Hauptbereich, wo ich mitgehackt habe, mit dem vorderen Bereich, der ist nach wie vor noch scharf genug. Ich würde sagen, den Test hat das Messer bestanden. Da kann man mit zufrieden sein mit dem Ergebnis. Wie gesagt, 40 Euro. Die ganzen Werte und alles, was dazugehört, werde ich natürlich noch wie immer einblenden. Gut, dann wünsche ich euch Gesundheit, frohes Schaffen und nutzt jede Minute, raus mit euch in die Natur. So soll es sein. Tschüss!